Schön, dass ihr alle da sind. Legen wir gleich los. Was will ich Ihnen erzählen? Ich will Ihnen an dem Beispiel von Filmbewertungen erzählen, wie kommt man von Daten, die halt in einer neuen Struktur vorliegen, so wie sie halt in einer NoSQL-Datenbank typisch sind, in dem Fall JSON, beziehungsweise AFRO, um ganz genau zu sein, hin zu, ich habe Daten in der Datenbank und ich habe Daten in der Datenbank, die will ich aber da drüben auch haben. Das ist so eine Schnittstelle, an der arbeite ich jetzt schon seit einigen Jahren. Und vielleicht auf den Vortrag eben Bezug nehmend, die Menge der Menschen, die kompetent genug sind, mit Advanced Analytics zu arbeiten oder sowas, ist halt wirklich irgendwo sehr endlich. Und ich treffe halt oft auf das Problem oder auf die Herausforderung, wie kriege ich denn die, die ich schon habe im Unternehmen und die das nicht können oder noch nicht können, dazu trotzdem in den Projekten mitzuarbeiten. Und das halt meistens an dieser Schnittstelle. Da kommt der Vortrag her. Das ist auch das, was ich sehr oft mache. Und halt, ich möchte Ihnen anhand des Oracle Data Integrators so ein bisschen als Produktvorstellung, ein bisschen als Meckern über das Produkt halt sagen, was man da machen kann und wie man auch Leute hinzuziehen kann, die halt klassischerweise eher mit Datenbanken arbeiten, mit klassischem SQL arbeiten, als mit NoSQL und all dem anderen. So, die Richtung. Gut. Kurzen Überblick, was sind so die Punkte, über die ich hinweggehen möchte. Ich möchte Ihnen kurz sagen, wer bin ich, habe ich eben schon ein paar Worte verloren, was mache ich, welche Probleme treten dabei auf, in Kundenprojekten. Ich möchte Ihnen was zu Filmdatenbanken erzählen, weil das das Beispiel ist, an dem ich dann danach alles durchvollziehen möchte. Ich möchte vor allem Ihnen sagen, was sind denn so bei uns erwartungsgemäß die Punkte, die ETL-Entwickler, die Data Warehouse-Entwickler, die BI-Entwickler, bei einem ETL-Tool sich wünschen, gerade wenn sie mit den neuen Technologien wie NoSQL in Kontakt kommen. Ich möchte Ihnen dann später den ODI zeigen, den Oracle Data Integrator. Wie gesagt, nicht als Marketingveranstaltung, ich bin nicht von Oracle, sondern einfach nur als, welche Erfahrungen haben wir damit gemacht, gerade in dem Kontext. Und dann weitergehend, ja, hinten raus, lassen Sie mich ein bisschen was über meine Bewertung des Tools sagen, was mir gefällt, was mir nicht gefällt. Dann können Sie vielleicht auch selber sagen, das ist etwas, das kann ich verwenden oder die Punkte, die, wenn ich das schon höre, dann ist es für mich auf jeden Fall gestrichen, um Ihnen da eine Richtung zu geben. Noch ein paar Worte über die Firma, bei der ich arbeite und über mich. Ich komme hier aus Karlsruhe, arbeite zusammen mit 64 anderen bei einer Firma, die heißt Virtual 7. Viel mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Wenn Sie das irgendwie spannend finden, können Sie es danach in den Folien da immer noch sich anschauen. Nur ein Punkt. Ich bin aus dem Bereich Business Intelligence. Das heißt, ich komme aus dem Bereich Analysen. Ich komme aus dem Bereich Data Warehousing und habe vor 5 Jahren das Thema Hadoop in meinem Bereich mit hinzugewinnen können. Das heißt, wir machen nicht nur klassische Datenbanken auf OLAP-Cubes oder sowas, sondern auch Auswertungen auf Hadoop und all dem, was Sie mit Sicherheit zum großen Teil auch machen. So, ein bisschen was von mir. Ich hätte aber gerne auch ein bisschen was von Ihnen gewusst und da bin ich ganz froh, dass hier nicht 200 Leute sitzen, sondern ein paar weniger. Ich bin ganz oft auf Oracle-Veranstaltungen unterwegs, als Referent, als Teilnehmer. Da ist die Zusammensetzung, das habe ich gestern schon gemerkt, deutlich eine andere als hier. Lassen Sie mich deswegen herausfinden, mit wem ich es hier zu tun habe. Wer von Ihnen würde sich denn als Entwickler beschreiben? Ganz kurz. Okay. Gut. Ich glaube, die Gegenfrage ist relativ einfach. Wer ist was anderes? Nur, dass ich sehe. Okay. Management? Okay. Operations? Okay. Gut, Dankeschön. Also viel, sehr viele Entwickler. Sehr gut. Wer von Ihnen arbeitet schon die ganze Zeit mit Machine Learning, Statistics, Advanced Analytics und so weiter und hat da schon viel Erfahrung oder genug Erfahrung im eigenen Wahrnehmung? Okay. Die Frage ist, was macht der Rest? BI vielleicht? Okay, eher Application mit NoSQL-Technologien und sowas? Okay, jetzt weiß ich immer noch nicht, was der Rest macht, aber das passt soweit. Vielen Dank dafür. So, jetzt weiß ich was, ein bisschen was von Ihnen, Sie ein bisschen was von mir. Jetzt fehlt uns noch, worauf basieren denn die Sachen, die ich Ihnen gleich zeige. Und ich habe mir da das Thema Filmdatenbanken ausgesucht. Was ich ganz spannend fand, IMDb
als größter Service. Wer kennt es nicht? Ah, sehr schön, da brauche ich das nämlich nicht erklären. Schön. IMDb hat, die Zahlen kenne ich auswendig, 3,5 Millionen Filme in der Datenbank. Filme und Serienfolgen. 1 Million Filme oder 1,5 und ganz viele Serienfolgen. 7 Millionen Personen. 70.000 Credits, das heißt Personen, die in Filmen mitgespielt haben. Das alleine wird schon reichen, um zu sagen, okay, so eine klassische Datenbankanwendung, die ist da vielleicht nicht so der Use Case für. Dann habe ich mir noch die Bewertungen angeschaut. Die Verurteilten, Shakeshaw Redemption, hat allein 1,5 Millionen Bewertungen, heißt 1 bis 10 Sterne bekommen. Die Filme bei mir zu Hause, Game of Thrones, Sherlock und so weiter, heißt verdammt viel Bewertung. Was? Guter Anwendungsfall für Big Data. Allein schon für sowas Einfaches wie, wie ist denn das durchschnittliche Rating? Das ist jetzt nicht die Advanced Analytics von allen, aber ein eigentlich schöner Anwendungsfall für große Datenmengen, die ich irgendwie durchrechnen muss. Was ich besonders lustig fand, war der schlechtest bewertete Film mit 1,1 und die untere Grenze ist 1, also der ist wirklich schlecht. Das ist auch noch ein deutscher Film, Kartoffelsalat. 4.000 Bewertungen. Die 4.000 Leute tun mir echt leid, wenn der so schlecht war. Ich glaube, ich muss mir den danach auch anschauen, wenn ich den jetzt schon hier drauf schreibe. Gut, also, das ist so die Geschichte. Das sind die Daten, die wir uns anschauen wollen, darum geht es so ein bisschen. Und das Tolle daran ist, die ganzen Daten sind nicht alle Daten, aber die ganzen Daten, wie welche Filme gibt es, wann kamen die raus und so weiter, die sind alle frei verfügbar. Nicht die Bewertungen, zumindest nicht auf IMDb, aber die Bewertungen kriegen sie auf The Movie Database. Da ist die Menge der Bewertungen deutlich kleiner, aber wenn sie selber mal Filme auswerten wollen, können sie daran. Finde ich ganz spannend. Gerade als vielleicht doch etwas Filmfanatiker könnte das sein, dass meine Frau mich die nächsten Tage ein bisschen seltener sieht, wenn ich da an die Daten rumrödel weiterhin. Ich war gestern im tollen Vortrag auch beim HSV-Fan zum Thema, was kann man mit Analysen so alles falsch machen. Und er hatte ein schönes Beispiel, wo ich natürlich gestern dachte, ha, schön, ich habe Filmdatenbanken. Er hat davon erzählt, dass man analysieren kann, dass in den Jahren, in denen Nicolas Cage viele Filme veröffentlicht hat, sehr viele Selbstmorde gab und dass man da eine Korrelation darstellen kann. Und dass das natürlich nichts ist, was kausal ist, sondern das finde ich in den Daten, sinnhaft ist es halt nicht. Auch das könnten Sie jetzt nachvollziehen. Sie wissen ja jetzt, wo die Daten herzukommen sind. Ich habe mich gefreut. Ich habe dann, als ich mir gestern noch das Bild hier rausgesucht habe, habe ich noch eine andere Auswertung gesehen. Das ist natürlich völlig off-topic, fand ich aber auch ganz lustig. Die Anzahl der Toten korreliert mit der Anzahl oder dem Umsatz von deutschen Autos in den USA. Also wenn VW jetzt weiterhin so schlechte PR in Amerika hat, dann kommt vielleicht auch das noch irgendwann. Ist gut, wenn Amerika bald keine VWs mehr kauft, weil dann gibt es weniger Tote. Nun ja, nur so das, was ich dazu noch gestern gesehen habe. Zurück zum Thema. Bei uns treffen wir relativ oft auf Architekturen, die ungefähr so aussehen, jetzt als Schaubild. Wir haben oft Kunden, die haben bestehende Data Warehäuser. Ich weiß nicht, ob Ihnen so dieser Aufbau was sagt. Also das hier ist mein Data Warehouse mit verschiedenen Schichten und so weiter und so fort. Sie kennen das wahrscheinlich auch alle. Und habe dann inzwischen parallel dazu irgendwelche Big Data Storages. Und was wir relativ oft sehen, ist, dass das hier jetzt etwas ist, was zum Beispiel im Marketing gut funktioniert. Da liegen ganz oft ganz viele Kundendaten drin, da liegen die Clickstreams drin für E-Commerce. Solange die Herrschaften hier unten, die Daten konsumieren und beackern, damit arbeiten, läuft es prima. Solange hier oben die Controller und die Leute aus dem Finanzwesen oder sowas mit ihren Daten arbeiten, läuft es auch prima. Das Problem sehen wir oft auf dem Übergang oder in dem Übergang dazwischen. Falls Sie gestern den Vortrag von der GfK gesehen haben zu dem Thema Data Lake und zum Thema Daten finden, da hätte ich auch aufschreien können, da hätte ich auch sagen können, ja, sobald die hier und die hier irgendwie Daten voneinander brauchen, habe ich auch andauernd Situationen, von denen die Kunden erzählen, das läuft nicht. So, und was ich adressieren möchte ist,
wie kriege ich das hier halbwegs organisiert? Und wo kriege ich vor allem die hier dazu, Daten nach da unten bereitzustellen und die Daten zu holen? Wunderbar. Das Beispiel mit den Filmen habe ich mir dazu gewählt und habe die Filme mal durch die ganzen Technologien durchgeschleift und verarbeitet. Dabei habe ich in den Daten, das sind halt Tabellen, und unten habe ich, wie schon vorhin gesagt, Afro verwendet. Wem sagt Afro nichts? Oh, dann lassen Sie mich kurz einen Exkurs einlegen. Für die, die Afro noch besser kennen als ich, und wenn ich irgendeinen Stuss rede, dann korrigieren Sie mich bitte. Afro ist ein Schnittstellenformat, mit dem Daten ausgetauscht werden. Zum Beispiel Logs kann man damit schön austauschen, was in JSON gespeichert wird. Wem sagt JSON nichts? Wunderbar. Also im Endeffekt sind es JSON-Dateien mit einiger Technologie außenrum. So, und die liegen hier unten drin. Oben habe ich die ganzen Filme, die Nutzer in der relationalen Welt. Hinten raus dann nachher auch die Statistiken, also zum Beispiel die durchschnittlichen Ratings. Und unten habe ich meine ganzen Klicks und die Bewertungen. So. Vom Prinzip her, die gleichen Fälle finden Sie jetzt in diesen drei und in 50.000 anderen Szenarien. Aber das sind die Top drei der Anwendungsfälle, bei denen ich beim Kunden stehe und erkläre, warum macht es Sinn, sich über diesen Schnittpunkt Gedanken zu machen und zu überlegen, wie kann ich dabei helfen, das besser zu machen. Gut. Gucken wir uns noch ganz kurz die Datenstruktur genauer an. Ich hatte eben schon gesagt, meine Bewertungen liegen als Afro vor. So sieht es dann aus. JSON kennen Sie alle. Ich habe da drin gespeichert. Die Film-ID, wie die Bewertung war, zu welchem Preis, wenn angegeben, der Film gekauft wurde und ähnliches. Und ich habe dieses Format gewählt, weil das für diesen Anwendungsfall einfach echt geschickt ist. Wenn ich einen Log habe, wenn ich Klicks habe oder ähnliches, dann ist es das JSON halt üblicher und einfacher zu schicken, als da ein CSV oder ein XML zu produzieren. Ich habe gestern einen Vortrag zur Serialisierung gehalten, da war so das Thema CSV und XML, also warum benutzt der das noch und warum ist das für ihn das der Vergleichspunkt? Weil ich aus der DWH-Ecke komme und da alles über CSV und XML geht. Die ganze Zeit. Deswegen ist es gerade in meinem Kontext halt was Besonderes, dass es nicht das ist. Und in der Datenbank, ja, relationale Daten. Ist irgendwie geschickt für alles Mögliche und immer noch ziemlich geschickt für BI-Auswertungen. Ja, mit Kibana kann ich super auf Elasticsearch draufgehen und Elasticsearch auswerten. Das stimmt alles. Generell finde ich trotzdem relationale Daten oder OLAP-Daten immer noch nicht so schlecht für BI allgemein. Deswegen die Strukturen. Was war das? Hat es bei Ihnen gepiepst oder bei mir? Ah, okay. Habe ich schon gedacht, irgendwie ich explodiere gleich, weil Herr Beamer oder sonst irgendwas, so dass Sie überziehen völlig oder sowas, die Information? Na, tue ich nicht. Gut, ich will Ihnen noch kurz zeigen, wie meine Daten wandern, um dann ziemlich schnell ins Tool zu kommen. Also, oben meine ganzen Stammdaten, das heißt, wenn ein Film aktualisiert wird, gehen die Daten oben durch, die Bewertungen gehen unten rein. Die Daten unten, also heißt zum Beispiel, die Mappings von ID zu Filmname muss ich natürlich aktualisieren, auch wenn ich oben den Hauptdatenspeicher habe. Wenn ich die gleich unten zusammenbringen will, was ja schon danach ist, dann brauche ich die auch. Dann aggregiere ich das alles in meiner Hadoop-Welt, in meinem Big Data Warehouse. Nennen wir es immer, weiß nicht, wie Sie es nennen, also das, was da unten ist. Alles, was Hadoop ist und Hive ist und so weiter. Und dann gehen die Aggregationen wieder hoch. Warum den Umweg? Weil ich die ganzen Bewertungen, was halt gerne dann halt mal Milliarden an Datensätzen sind, nicht in meinem Data Warehouse haben mag. Das kann man auch schön mit Returns und Invests und Ähnlichem rechnen. Ich habe die Bewertungen gerne, aber halt nicht auf dem teuren Speicherplatz im Data Warehouse, sondern auf dem günstigen, unten im Big Data Warehouse. So. Die DWH-Leute haben meistens so ein paar Probleme mit dem ganzen neuen Zeug.
ich karikiere das jetzt mal so ein bisschen, das neue Zeug, irgendwie das Böse, was auch immer, die finden sich damit gar nicht zurecht, weil es gibt zu viele Frameworks, es gibt zu viele Technologien, die kenne ich nicht, es gibt zu viele Technologien, die verstehe ich nicht, zu viele Methoden, die ich nicht kenne, es gibt zu viele APIs, werden erschlagen. Dann gehen wir noch dahin, dass dann irgendwie die ganzen Komponenten, die da drin sind, dann habe ich nicht nur irgendwie meine Oracle Database als Beispiel und mein SQL zu den Abfragen, sondern ich habe halt das. Und das ist ja in den meisten Fällen nur ein Auszug. So. Was erwarten jetzt die ETL-Entwickler, mit denen ich normalerweise zu tun habe, beziehungsweise wahrscheinlich eher ich, von irgendwas, was mir hilft, dabei dieses ganze Wirrwarr, die ganzen Frameworks und so, irgendwie handelbar zu machen. Zumindest so weit, wie ich damit zu tun habe. Um es danach abzugeben an diejenigen, die dann halt wirklich Cluster-Analyse und Ähnliches durchführen. Für mich vielleicht das Wichtigste, ich möchte ein einheitliches Interface auf die ganzen Daten. Das soll irgendwie sehr ähnlich aussehen. Das macht an manchen Stellen keinen Sinn, an vielen aber definitiv. So, ich habe um 25 angefangen, 20 Minuten. Ah, ich habe noch Zeit. Lassen Sie mich kurz was zu dem Thema Oracle Data Integrator sagen. Mit dem Tool können Sie sagen, wie Daten von A nach B fließen, mal ganz grundsätzlich. Das ist so die Hauptaufgabe, das ist ein ETL-Werkzeug. Was Sie dazu haben, ist, Sie haben ganz viele verschiedene Adaptoren, mit denen Sie Daten holen können und hinten auch wieder, mit denen Sie Daten wohin transportieren können. Die Liste ist lang und ist auch gut so. Und was Sie dazwischen machen, ist sagen, Sie haben irgendwie Daten, die sehen halt irgendwie so aus, von hier drüben, ob das jetzt ein HDFS-File ist oder eine Datenbank, mal egal, wir sehen gleich, wie das gemacht ist. Und die möchte ich transformieren und dann soll es irgendwie anders aussehen. Und das, was hier passiert, das soll irgendwie ziemlich ähnlich sein für all die Programmiersprachen, die dazwischen so verwendet werden. Das ist das hehre Ziel dahinter. Soweit so klar? Ich habe auch gelernt, dass die Frage soweit so klar völlig unsinnig ist. Ich müsste Sie eigentlich einzeln fragen, was haben Sie nicht verstanden, was ich will, aber ich glaube, das wäre etwas zu lang. Aha. Sehr gute Frage, vielen Dank dafür. Es ist eine Instanz im Sinne von das Repository, wo drin steht, wie sieht das hier aus. Das verteilt die Aufträge dahin, wo sie hin müssen. Das kann sein, dass sie an eine Oracle-Datenbank müssen. Es kann sein, dass es ein Hive-Job ist, der dann mit Hive verteilt wird. Es ist nicht, ich will jetzt keine anderen Anbieter irgendwie, also es ist nicht so, dass alle Daten hier gelesen werden, in dem Tool verarbeitet werden. Da geht es tatsächlich eher um die Gestaltung, wie soll das aussehen und das ist an einer Stelle. Und die Verarbeitung findet dann da statt, wo es sinnvoll ist. Das heißt überall oder auf einer Stelle, je nachdem. Wenn ich das so haben möchte, wird je nachdem wie eingestellt, ein Großteil der Verarbeitung wahrscheinlich in Richtung Hive geschickt. Da wird halt gesagt, bitte lieber Hive-Cluster, das sind die Aufgaben, die du hast, bitte verarbeite sie. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man es konfiguriert. Die vielleicht üblichste, weil Open Source ist, dann wird man dann sagen, mittels Scoop, das ist nämlich kostenlos, das hier oben kostet nämlich Geld, mittels Scoop transferiert die Daten, die aus Hive kommen, bitte in die Datenbank hinein. Und da setzen ja die ganz normalen Mechanismen an, die halt Hive und die halt Scoop so haben. Also heißt, an der Stelle gehen dann halt die Daten rein. Der Endpunkt ist halt dann in der Oracle-Datenbank üblicherweise ja nur einer. Weil Oracle ist zwar auch manchmal verteilt, aber meistens ist es ja eine ganz große Maschine, die irgendwie super performant ist.
Das heißt, ich habe da dann schon von vielen Hive-Knoten dann in die eine Maschine hinein. Okay? Super. Wie sieht der Spaß jetzt aus? Ich bin so wagemutig, wenn nicht sogar verrückt. Ich gehe in meine VM. Ah, die Auflösung ist bescheiden. Ich gehe in meine VM und wir gucken uns das mal an, wie das darin aussieht. Die Auflösung vom Beamer hat 1024x768, das heißt, das könnte gleich alles ein bisschen sehr klein werden. Wenn das nicht geht, zeige ich Screenshots. Machen wir das weg. Und dann lassen wir noch eine Sache machen, sonst wird das nämlich auch ungeschickt. So. Ja, wunderbar. Nicht ganz, aber jetzt. So. Ich habe so einige Schritte, die üblicherweise so anfallen, wenn ich jetzt in so einem Projekt bin. Einfach mal mir raussucht, um daran zu verdeutlichen, wie arbeitet man damit, was kann das Ding denn? Grundsätzlich hätte ich jetzt ein bisschen mehr Platz, würde ich Ihnen noch, ich habe die Kriterien, die ich so erwarte, von dem Tool hier nebendran stehen, aber die gehen wir dann danach nochmal durch. So. Erstes Thema, also wenn ich jetzt irgendwie einen neuen Datentopf dazu bekomme, ist, ich muss den ja in dem Tool erstmal bekannt machen. Ich muss sagen, ah, hier, neue Hive-Datenbank, aus der möchte ich Daten. Da gibt es hier eine Übersicht, in der werden alle meine Datenbanken aufgeführt. Sei das jetzt Hive, sei das Oracle. So ein bisschen, lass es mich pornös nennen, was da halt so alles geht. Viel. Und kann da dann einstellen, ich habe meine Hive-Datenbank. Das sind die Features, die das Hive kann, weil je nachdem, was für eine Version von Hive haben, kann es natürlich sein, dass irgendwie auf dem alten 076er oder Cluster kann das Ding noch keine Joins. Danach kann es Joins und kann dem Werkzeug sagen, was sind die Funktionen, die der Server bzw. die Technologie an sich schon unterstützt. Danach lege ich eine Verbindung an. Das ist bei Hive natürlich relativ schön. Da brauche ich nur sagen, was für ein Schema. Vorausgesetzt, ich habe keine Hive-Installation, die irgendwie ein Security außenrum hat, sondern einfach normales Plain Hive. Jetzt haben wir dann natürlich, also ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, im VI-Bereich ist es häufig so, dass man irgendwie eine Entwicklungskiste hat, die gleichzeitig QA-Kiste ist und die gleichzeitig Produktivkiste ist. Natürlich Horrorszenario für jeden Entwickler. Im VI-Bereich ist es leider ziemlich oft Alltag. Was da ganz gut ist, es werden Kontexte unterstützt, das heißt, man kann relativ einfach sagen, also im Endeffekt ist es Configuration Management, was ist die Datenbankverbindung, die ich entlang gehen muss, um auf dem Testsystem zu sein, um auf dem Produktivsystem zu sein oder, keine Ahnung, meinem persönlichen Entwicklungssystem. Das ist alles das, was man einstellen kann. Aus Entwicklungsperspektive ist es schon mal recht praktisch. So, jetzt weiß das Tool, welche Datenbanken es gibt, es weiß, was die Datenbanken können. Jetzt brauche ich Daten. Wer von Ihnen war im Empacadero-Workshop oder in dem Vortrag gestern? Okay, gut. Empacadero hat ein Tool, also hat quasi ihr Tool gezeigt, um auf Datenbanken zuzugreifen und sich die ganzen Metadaten auszulesen, zu sehen, wenn ich jetzt im Hive-Umfeld bin, was sind die ganzen Properties der Eigenschaften, was ist das Serialisierungswerkzeug oder die Klasse, die da verwendet wird. So weit geht das Modell, was ich hier habe, nicht. Was ich hier habe, ist, ich habe hier gesagt, ich habe meine Hive-Datenbank, wo meine Filmdaten drauf sind und kann dann darauf ein Reverse Engineering machen. Dann brauche ich hier oben jetzt nur Reverse Engineering zu klicken. Das dauert allerdings ein Stückchen, deswegen mache ich das nicht. Die Zeit nutze ich nachher für was anderes. Und bei rauskommen tabellarische Beschreibungen der Daten. Also was das Tool macht, ist, das wird Ihnen versuchen, alle Daten, die Sie haben, in Tabellen zu transformieren. Was für einen Data Warehouse-Entwickler halt das ist, was derjenige kennt und kann. Der denkt in Tabellen.
Das funktioniert bei JSON und XML auch halbwegs gut, wenn die Dateien natürlich jetzt nicht unendlich verschachtelt sind und keine Ahnung aus 52 verschiedenen Unterstructs oder Arrays besteht, dann wird es irgendwann relativ schwierig. Dann macht das kaum noch Sinn. Zumindest es sich so hier anzeigen zu lassen. Und was ich auch kann, und das ist Thema Convenience, ich kann mir auch die ganzen Daten anzeigen lassen im Tool. Klassisches Feature. Heißt aber für den Data Warehouse Mensch, gerade für den, ich muss mir nicht erst irgendwie überlegen, wie komme ich da an die Hive-Daten dran, sondern ich kann es halt aus einem Interface machen. Oder umgekehrt, für denjenigen, der halt irgendwie die JSON-Daten und normalerweise halt als Analyst eher mit den Daten in MongoDB oder ähnliches arbeitet, er kann halt hier auch die ganzen Daten von den anderen sehen, wenn er es denn darf. So, heißt, wir haben eine Anbindung gemacht, heißt, wir haben gesagt, welche Tabellen gibt es oder welche anderen Objekte gibt es und wie würden sie oder wie sehen sie als Tabellen aus. Was möchte ich jetzt machen? Ich möchte Daten natürlich transferieren von A nach B, von meiner Oracle-Datenbank in den Hive-Cluster, vom Hive-Cluster ins HDFS als File ablegen oder was auch immer ich so als Aufgabe vorhabe. Bei uns konkret, ich möchte jetzt mir mal nur den Fall angucken, ich habe Daten aus Oracle geholt. Ganz kurz. Ich habe Daten aus Oracle geholt, habe die jetzt in Hive und möchte in Hive ein Update der bestehenden Daten machen. Na. So. Jetzt. Das machen wir noch weg, dass wir auch was sehen. So, und was da im Endeffekt passiert ist, das ist eine grafische Darstellung all der Datentransformationsprozesse, die ich auf diese Daten anwenden möchte. Ich weiß nicht, wer von Ihnen benutzt denn Talent oder Pentaho oder ähnliches, um Ihre Datenbewirtschaftung zu steuern? Kommt ziemlich ähnlich vor, oder? So vom Prinzip. Genau. Vielleicht der Hauptunterschied ist, es ist nicht in Eclipse, sondern es ist in einer anderen GUI. Und die Operatoren heißen nicht kleines T, großes H, irgendwie in, sondern halt irgendwie anders. Was Sie halt da haben, Sie haben Komponenten, das sind diese netten Dinge, die Sie hier einfach auf die Pane draufziehen und sagen, ich möchte eine Aggregation machen, ich möchte ein Distinct machen, ich möchte jetzt habe ich eine Expression anwenden auf den Daten, die ich da habe. Und was sie halt nicht machen, ist, sie schreiben halt nicht ihre Hive-Queries irgendwie groß oder ihre Scoop-Jobs alles von Hand, sondern sie machen das alles visuell. Da endet man dann ganz schnell in der Diskussion, ist es irgendwie besser, ich schreibe das alles von Hand oder ich mache das grafisch. Für diejenigen, die kein PIC-Skript schreiben können oder kein Hive schreiben können, die machen das besser so. Zumindest generell. So, und was ich dann machen kann, ich kann mir dann die ganzen Sachen noch anschauen, da liegt natürlich überall hinten dran. Ich fluche leider relativ gerne, deswegen halte ich mich gerade zurück. Es gibt noch ein kleines Fensterchen, in dem steht natürlich jetzt hier drin, was für eine Rechnung da dran steht, aber das Properties-Fensterchen ist jetzt gerade versteckt. Deswegen machen wir es anders. Das Gleiche, also das war jetzt gerade pur in Hive. In dem hier ist die ganze Logik so, dass die Daten, die ich jetzt in Hive verrechnet habe, wird jetzt aggregiert. Also heißt hier, die Sales, die es gab, werden aufaggregiert und werden zurück in Oracle geschrieben. Das ist im Endeffekt der Pfeil unten aus, dem Big Data Warehouse wieder hoch in mein normales Data Warehouse, um dann für Reporting die Daten bereitzustellen. Ich lasse das jetzt gerade mal laufen und zeige Ihnen, was das Tool daraus macht. Da hat jetzt diese Aufgabe des Datenholens in verschiedene Verarbeitungsprozesse unterteilt.
Ich habe hier auf Simulation gedrückt, das heißt, wir bekommen jetzt angezeigt, was sind die Schritte, die er hier machen würde. Als erstes, weil es so eingerichtet, würde er jetzt in Oracle die Zieltabelle, die er hier hat, erstmal leeren, der Konfiguration festgelegt, würde sich dann eine temporäre Tabelle anlegen, um die Daten von Hive oder über Hive, aus Hive zu ziehen in die Oracle-Datenbank. Das kann man auch ausstellen, man kann es auch direkt reinschreiben und schickt dann das Insert-Statement in die Oracle-Datenbank oder gegen die Oracle-Datenbank. Was Oracle da jetzt natürlich clevererweise gemacht hat, ist, Oracle hat gerade auf Hive in dem Beispiel einen SQL-Connector gebaut, der vollständiges Oracle SQL gegen Hive schicken kann. Das ist ziemlich unfair. Weil damit brauche ich nämlich noch nicht mal Hive lernen, grundsätzlich. Sondern mit plain Oracle SQL oder plain normalem SQL kann ich auch schon die Verbindung herstellen. Ich zeige Ihnen aber gleich noch ein Beispiel, wie das mit HiveQL aussieht, weil das kann er nämlich auch. Er kann nicht nur das Oracle-Abart erstellen, sondern er kann auch plain Hive und auch die Scoop-Jobs und so weiter schreiben. Gut. Also heißt, Datenquellen festgelegt, Verbindungen eingerichtet, Datenmodell generiert, definiert, wie die Daten hier durchlaufen sollen und in Anführungszeichen gesehen, was dabei rauskommt. Quellcode. Die ganzen Ausführungen und so weiter kann man sehr genau analysieren. Jeder Schritt, der da gemacht wird, jeder Verarbeitungsschritt wird angezeigt. So wie ich Ihnen eben die Simulation angezeigt habe, hätte ich Ihnen auch hier drin zeigen können, wie ist der Code, den er hier ausführt im Log. Also die Logs sind auch sehr ausführlich, was natürlich für Fehlersuche sehr entspannt ist. Gut. So viel mal im Tool. Ich zeige Ihnen noch zwei, drei Screenshots, die ich aufgenommen habe, weil da wären die Properties gewesen. So. Genau. Er schreibt nicht nur diese eigene SQL, sondern er schreibt Ihnen auch die Pick-Jobs. Oder jetzt hier wie am Beispiel, das ist das Hive-SQL, also Hive-QL. Wird Ihnen maßgeblich an dem Override auffallen. Weil das kein Oracle, also das ist kein Standard-ANSI-SQL. Sondern was das Override macht, ist, das macht im Endeffekt einen Truncate der Tabelle und schreibt dann die Daten rein. Weil Hive kann halt appenden oder halt auch overwriten. Was natürlich auch geht, ist, Sie können sich Tabellen generieren lassen, gerade in Hive. Da ist natürlich besonders gut. In anderen Technologien genauso. In der Liste der Werkzeuge oder der Punkte, die ich am Anfang auf hatte und eben eigentlich auch aufhaben wollte, ist einer der Punkte, die wichtig sind für so ein Werkzeug, finde ich, dass möglichst viele Frameworks unterstützt werden. Weil was bringt mir das Werkzeug, wenn ich dem DWH-Entwickler helfen will, wenn damit irgendwie nur Hive geht und ich irgendwie Test nicht kann und Spark nicht kann und nicht auf MongoDB draufkomme oder ähnliches. Und das konkrete Tool kann das halt schon relativ stark oder kann auch relativ viel. Ich weiß von Informatica hat auch ein sehr bekanntes ETL-Tool, was inzwischen auch wahrscheinlich 90% dieser Sachen abdecken kann und 10% andere, die Oracle nicht kann. Also heißt, die ETL-Tools können schon verdammt viel. Und was auch ganz gut ist, Sie können das Scheduling, ich weiß nicht, wenn Sie mit Hadoop arbeiten, wie Sie Ihr Scheduling organisieren, ob das in USI läuft vielleicht, ob Sie das über Tivoli oder irgendein anderes Scheduling-Tool steuern, aber für den Anwendungsfall zwischen den Welten ist es halt gut, wenn derjenige, der die Daten exportiert und der sie sich holt, um selbst damit zu arbeiten oder sie bereitzustellen, weiß, wie alle Datenflüsse aussehen, dann ist es halt gut, weil das alles an einer Stelle ist. Und halt nicht ein Teil in USI, ein Teil in Tivoli, ein Teil im ETL-Tool, sondern finde ich sehr praktisch, wenn das alles in einem ist. Und das können Sie damit sehr gut realisieren.
Jetzt habe ich sehr oft, glaube ich, gesagt, es sieht ist irgendwie gut und schön und so weiter. Es kann aber auch einige Sachen nicht. Was alles gut ist, ist toll. Lass mich mal. Verwaltung von Codeabhängigkeiten, Chars. Wenn Sie eine Serde zum Beispiel haben. Wer weiß, was eine Serde ist? Oh. Im Hive-Kontext haben Sie häufiger vielleicht den Fall oder bekommen ihn vielleicht noch, dass Sie Binärdateien haben, die Sie trotzdem auswerten wollen. Und wie Sie von Binärdateien zu relationalen oder zu auswertbaren Strukturen in Hive kommen, das steht in einer Serde. Und das müssen Sie halt jeweils sagen. Diese Tabelle benutzt diese Serde, um aus den Binärdaten zu einer vernünftigen Tabelle zu kommen. Und das zu verwalten, ist in dem Tool noch ein bisschen schwierig. Also es geht, man muss aber wissen, an welcher Stelle, an welches Property man das setzen muss. Und das, wir haben das relativ häufig, dass wir mit Binärdateien als Austauschformat arbeiten, gerade bei Sensoren, weil wir die Daten sehr stark komprimieren müssen. Da ist Binär halt meistens deutlich besser als JSON, XML oder was auch immer. Und wenn ich da andauernd irgendwie blöde Properties rumschieben muss, die ich auch noch wirklich wissen muss, wo die sind, stört mich das. Aber das kann man mit Sicherheit leicht korrigieren. Die Dokumentation des Tools im Big Data Einsatz sind da und es wird viel geblockt, aber es ist irgendwie noch nicht so richtig rund. Da könnte ich mir jetzt mal vorstellen, ich weiß nicht, wir hatten da ja auch einen Teilnehmer, der Talent im Einsatz hat oder sogar mehrere. Wie ist da die Dokumentation? Ist die gut, vielfältig, für Hadoop, alles da? Okay. Weil da ist die Doku ja ganz gut. Je nachdem, wie es da halt ist, wäre spannend gewesen. Hier ist die für den Fall noch nicht so richtig berauschend. Okay, aber da könnte ich mir mehr vorstellen. Und was mir besonders wehtut, weil ich halt viel in BI mache und in BI-Tools ist es ja oft so, dass zum Beispiel Berechnungen, Summen, Substrings und so weiter, da sage ich dem BI-Tool, mach das auf die Spalte und egal welche Technologie hinten dran steht, der übersetzt es für mich in die Technologie. Da könnte in dem Tool noch mehr gehen, weil auch das würde ich erwarten, wenn das schon so grafisch ist, dass ich das abgenommen bekomme. Weil so muss ich jetzt wissen, wie ist Substring in Hive, in SQL, wie kann ich Substring auf CSV machen? Das geht noch besser. Genau. Und sind noch ein paar andere Punkte, mit denen ich so ein bisschen, wo ich immer mit Produktmanagement rede, Leute, macht da was, das muss besser gehen. Aber generell, weiß nicht, sind Sie mit Talent zufrieden? Ja, ich damit genauso. Also funktioniert ganz gut. Wenn Sie den Anwendungsfall haben, überlegen Sie sich doch, ob das vielleicht eine Möglichkeit ist, den Kreis der Leute, die mit den Werkzeugen arbeiten, die an die Daten rankommen sollen, zu erweitern, um eben nicht irgendwie Schulung nach Schulung nach Schulung nach Schulung und neue Technologie nach neue Technologie, haben verstanden, wohin ich will, sondern halt irgendwie was oben drüber zu setzen. Und das ist in Talent genauso gut wie mit dem Tool. Und ich glaube, und das ist anders als vor 2 Jahren, in 2 Jahren habe ich gesagt, hey, lass die Finger von all den Tools weg. Da war Talent noch ziemlich weit vorne dabei, was Big Data anging. Aber selbst da habe ich von meinen Freunden immer gesagt, was? Ich glaube, inzwischen sind die Tools so gut, dass das funktioniert. Dass man das anwenden kann für den Big Data-Bereich auch. Was mir auch noch fehlt, ist, ich hätte gern Haut daraus angestoßen, dass ich auch meine Klassifizierung direkt darin verwalten kann. Das geht leider noch nicht. Habe ich das gesagt, was ich Ihnen sagen wollte? Haben wir hier noch andere, die ETL-Tools haben, die da von Erfahrungen sprechen können oder die noch irgendwas sonst zu Fragen haben oder noch beitragen möchten? Konzeptionelle Frage. Mhm. Das Tool hat einen Anspruch, Big Data zu integrieren. Wie geht es mit Datenbanken um, die kein relationales Schema haben? Ein Beispiel? Nee, also Graphendatenbanken habe ich noch nicht verwendet. Kann ich Ihnen leider nicht sagen. Neo4j oder sowas, weiß ich nicht. Cassandra und andere Key-Value-Stores funktionieren. Kommt darauf an, was Sie damit machen und wie Sie genau damit zugreifen wollen und wie die Daten aussehen. Oracle war vielleicht einer der ersten Hersteller von der Key-Value-Datenbank, nennt sich BerkeleyDB.
Sie haben den Key, also im Endeffekt, die Key-Value-Datenbank können Sie sich im Endeffekt einfach als dreispaltige Tabelle darstellen. Key und je nachdem, ob subpartitioniert, vielleicht ein paar Keys und irgendwo dann der Value, beziehungsweise die Spalte als eine Spalte. Das heißt, Sie sagen, das ist der Key, das ist die Spalte, die ich haben möchte oder halt eine derer und dann der Wert, der noch da hinten dran hängt. Und das funktioniert. Also das geht. Das ist aber im Endeffekt, haben Sie mit Hive schon mal auf Cassandra zugegriffen? Okay, also von der Funktionsweise her so ähnlich. Was je nachdem, wie Ihre Daten aussehen, ob da wirklich Binärdaten drin sind, kann es sein, dass Sie da einen Serializer brauchen und dann besser über Hive gehen. Und es über Hive anhängen und dann halt eine Hive-Metadatendefinition Ihrer Cassandra-Tabelle haben und dann dem Oracle Data Creator Integrator halt sagen, das ist die Hive quasi Adresse und arbeite damit. Und Hive gibt dann die ganzen Abfragen an die Cassandra-DB weiter, ohne groß Overhead zu erzeugen. Das funktioniert ganz gut. Ansonsten, wenn Sie da noch ein Bild haben möchten, wie das aussieht, schicken Sie mir eine E-Mail-Adresse, kann ich Ihnen noch zeigen, wie sieht das mit dem Key-Value-Store aus. Gar kein Thema. Zeit haben wir noch? Ja, Zeit ist tendenziell rum. Kaffee ist angerichtet. Wenn Sie noch was haben, kommen Sie auf ihn zu. Herzlichen Dank. Dankeschön.